Hallo Leute, ja, die beiden Züge werden hier schön beladen, und aber wir sind ja unterwegs hier in dieser Liste und müssen jetzt mal gucken, dass wir die alten Fahrzeuge alle austauschen gegen neue. 27 Jahre geht mittlerweile. Ist tatsächlich jetzt schon wieder ein Kohlezug, der hier steht dran. Machen wir aber alles nach dem Logo. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir den auch austauschen. Da brauchen wir nur die Lok austauschen, oder? Ne, die Anhänger auch, oder? Obwohl, was Neues gibt es ja noch nicht, ne? Muss man dann was ausguten? Mittelmäßiger Zustand, guter Zustand, sehr guter. Also mittelmäßiger Zustand, das sollte man auf jeden Fall nochmal überdenken, ne? Lass uns mal hier in dieses Fahrzeug reinschauen. Achso, das ist jetzt ja offen, ne? Wenn ich jetzt hier das ändere. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich muss ich ja nichts ändern, aber doch, die Lok würde ich jetzt ändern wollen, ne? Die nehmen wir jetzt weg. Elektrisch. Achso, das wollen wir jetzt nicht Passagiere nehmen. Beliebige Güterwagen. Und dann nehmen wir die. Und die wollen wir hinzufügen. Kommt auch da vorne hin. Passt. Die würde ich jetzt so austauschen, weil die auch diese 7000 kW hat, ne? Kosten 22.000. Machen wir erstmal, ne? Und dann sieht es auch mit sehr gut aus. Ich glaube, die Waggons sind eigentlich irrelevant, ne? Sollen wir das mal auch gleich machen? Obwohl, die steht noch auf gut, ne? Machen wir nicht. Lass die da stehen. Sieht erstmal gut aus, oder? So, was haben wir als nächstes? Hier 27 Jahre alt. Ist jetzt. Ach so, okay. Jetzt ist die Lok 27 Jahre alt. Die Anhänger sind dann so alt, ne? Ja, aber ich lasse das so. Da tausche ich jetzt nichts aus. Wie sieht es aber hier mit dem nächsten aus? Gibt es da vielleicht was Besseres? Das ist die entscheidende Geschichte hier. 99 Passagiere. Passagiere. Und elektrische Zugkombination. Guck mal, da gibt es den Dualstock. Der würde den hier ablösen. Naja, ich glaube, der ist das. 198er Kapazität hat der dann. Aber der fährt hier sowieso nur mit 52. Also rein theoretisch würde das jetzt keinen Sinn machen, ne? Und Gleise sind auch noch zu langsam. Wahrscheinlich sind sie für den noch schnell genug. Ja, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, wir können es ja machen, oder? Kostet aber ziemlich viel, was wir gar nicht haben. Weißt du was? Dann müssen wir das jetzt so lassen. Müssen erstmal wieder Geld scheffeln. Mal Geld gescheffelt haben. Ach, guck mal, warum fährt denn der jetzt nicht? Und warum fährt der? Ach, der ist im Weg, damit der nicht fahren, weil der nicht fahren kann dann, oder? Ja, sieht genauso aus. Personenzug. Ach, das war wahrscheinlich, als wir den aufgerufen haben, haben wir den angehalten. Kann das sein? Weiß ich aber nicht. Okay, erstmal irrelevant. Wir haben erstmal Fahrzeuge ausgetauscht, sind glaube ich auch relativ gut angekommen im Zeitalter jetzt. Jetzt muss ich aber mal so rum wieder drehen, weil habe ich viel lieber, dass es immer wie am Anfang ist. Transport 82%. Ja, Lieferanten haben wir aber nur da, ne? So, was wird denn schlecht geliefert, das ist die Frage. Natürlich das Eisenerz, ne? Aber da haben wir noch drei Züge, oder lag das jetzt daran, dass der da im Weg ist? Der fährt nicht so schnell da hoch, oder? Kriege ich den jetzt auch mal ausgewählt? 83 km/h. Und er hier? 86, 87, 89, 90. Ne? Der fährt doch eine Ecke schneller wie der, ne? Dann müssen wir den mal doch austauschen, weil der zu langsam hier hoch schon alleine fährt. Komm, lass uns noch mal da reingucken. Das sind sogar zwei. Der eine ist mittelmäßig, der andere so. Mh. 3800 kW und 3000. Okay, der ist tatsächlich auch kräftiger. Kostet aber wie gesagt sehr viel Geld. Und 66.000, wenn wir zwei kaufen. Wenn wir einen kaufen, sind es nur 33. Bringt es mir jetzt aber auch nicht so wirklich, ne? Der TGW, der hat natürlich viel mehr Leistung noch, ne? Der fährt sogar 300. Na, nehmen wir den. Oh, hier ist noch mehr Leistung drin.
Warte mal, den wieder raus. Und wenn ich den nehme. Okay, 282. Die Haltlänge haben wir wahrscheinlich nirgendwo. Kostet uns 122.000. Okay, der ist teuer. 70.000. 58.000. Okay, der nur 19 und der nur 41. Tendenziell würde ich dann tatsächlich doch hierzu neigen, ne? Aber trotz alledem können wir uns das nicht leisten. Lassen wir das erst. Auch wenn der langsam fährt. Vielleicht erschließen wir was Neues. Müssen wir mal gucken. Was mich jetzt vor allem interessiert, ist ja auch hier, wie das mit der Schifffahrt ist. 14 stehen da. Da stehen auch noch 14 Tonnen, aber der ist auch gerade hier abgefahren, oder? Kann das sein? Ja, aber auch nur halb voll. Das ist schlecht. Ach, nur 70 Tonnen sogar. Wie kommt das? Oh, das ist ganz schlecht, wenn es nur 70 Tonnen gibt. Wo hapert es denn dran, da bitte schön? An den Fahrzeugen wahrscheinlich hier. Warum fahren die denn jetzt nicht weiter? Ach, der wird erst noch geladen, okay. Wie viel hat der denn drin? 86, okay, das geht. Also das dauert zu lange hier, das Laden, ne? Kann man das beschleunigen? Und die fahren auch noch woanders hin wahrscheinlich, ne? Nicht nur hier rüber. Das heißt, es muss größer werden. Konfigurieren. Straßenzugang, Passagiere, ne, brauche ich nicht. Güter, ja. Plattform. Warte, da muss ich mal näher ran, um das zu sehen. Das sieht doch gut aus, wenn ich das so mache, ne? Aber die fahren trotzdem nicht darüber, oder? Und wenn ich das so mache. Keine Ahnung, was sie jetzt machen. Werden jetzt zwei beladen? Und was ist, wenn ich den da noch hinmache? Der wird trotzdem nicht beladen, oder? 200 ausgelastet, ne? Das wird nicht schneller werden. Ist denn hier auch was drin? Nö. Der wird immer erst den ersten beladen. Da lohnt sich nicht, dass ich das hier ausgebaut habe. Schade, ne? Hier liegen jetzt wenigstens 32 Tonnen, aber das bringt uns auch nicht sehr weiter. Das waren die Passagiere. Und das ist das Schubschiff mit den 70 Tonnen, ne? Ja. Wenn es 70 sind, wie wird stehen denn hier? 25 und 9, das geht schon mal. Da ist unsere schicke Brücke, wie wir stehen hier. 31 und 24, das geht auch. Und dieses hier ist tatsächlich voll, ne? Aber nicht ganz, 21 Tonnen fehlen. Geht aber. Und hier stehen 31 Passagiere. Und hier stehen 32. Eibenstockhafen, okay, Giesenhorsthafen. Okay, das passt, das, wo die hinwollen. Hier muss aber nochmal ein Halt sein, oder? Mit dem Schiff. 43. Und hier wird entladen, naja. Und wie sieht's hier aus mit. Ja, aber Level ist schlecht, ne? Weil jetzt nichts da ist. Und hier hinten sind Passagiere 61. Okay, das geht. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Versand 61 von 100. Das heißt, dieser LKW ist zu wenig, oder? Fahrzeug verwalten und klonen. Ich würde sogar nochmal klonen. Obwohl, hier stehen nur so zwei Kanister. Voll.
Vielleicht auch nicht so gut gewesen, was wir getan haben, oder? Ja, jetzt sind drei da. Öl ist genug zum Produzieren da. Aber vielleicht wird das erst mit der Zeit mehr, weil das haben wir ja erst gerade angepackt, ne? So, aber wir können das ja auch zusehen, dass wir das mal revolutionieren, obwohl das Öl wird ja schon von da gebracht, ne? Und hier, also das ist ja hier Eingang. Öl. Bofzen. Ist da auch irgendwo. Verlinken ist noch weiter weg. Und das ist jetzt hier. Ja, das haben wir erschlossen. Warte mal hier. Achso, das ist das Rohöl, was nach da gebracht wird, ne? Ja. Verlinken und Bofzen wird das auch abnehmen, aber das bringt mir nichts, das ist zu weit weg. Und hier war ja noch so eine Unterwegs-Anhaltestelle hier. Abnehmer, ne? Verlinken und Bofzen sind da auch die Abnehmer für. Bringt mich nicht weiter. Hier gibt es keine Abnehmer, ne? Aber hier gibt es Lieferanten. Kettemersmühler. Zu weit weg. Giesenhof. Warte mal, Giesenhof ist um die Ecke. Wo war das denn jetzt? Ach, hier hinten. Aber das würde gehen. Das ist nicht weit weg. Sägewerk ist da. Strecke gibt es schon. Wollen wir eigentlich nur zwei Höfe bauen. Damit gesägt wird. Sollten wir tun, oder? Dann müssen wir jetzt hier Gebäude bauen. Haltestelle. Straßenkonstruktion. LKW-Station. Plattform links. Plattform rechts. Machen wir schon mal vier. Elektrifiziert für Tramgleis? Nö, brauche ich nicht. Da kommt ja kein Tramgleis hin, ne? So, was war das? M&N, ne? Genau. So ist doch schick, oder? Da wird abgeliefert. Müssen, ah, die Bretter werden nachher auch weitergemacht, dann passt das schon. So, und dann hier hinten hin. Zum Wald, zum Forstbetrieb. War das der? Ich hoffe es. Aber kann auch da sein, ne? Ist dann auch noch angeschlossen, oder? Längste ist es nicht. Das war verkehrt. Falsche Taste. Passt schon. Muss den haben. So, da hört's auf. Da geht's. Dann machen wir es dahin. So, dann. Fahrzeugdepot, ist das eins? Ja. Fahrzeug kaufen. Diese. Kaufen für 1, sonst was Millionen. Hier können wir die Zahl machen. Können wir ruhig 10 machen. Kaufen. Linie. Warte, können wir die alle auswählen? Ja, Linie. Neue Linie. Und zwar von hier nach da hinten. Komme ich da hin? Ja. Das klappt doch noch nicht. Nach da. Und hier. Giesenhorst Süd, bitte vollladen. Und Wartezeit kann auch länger sein. Kann auch ganz warten, bis wir. Ach, guck mal, wenn man gar nichts macht, dann wartet er auch, bis er richtig voll ist. Ist das das, was wir brauchen? Aber hier bestimmt. So, jetzt ist das fertig, ne? Müssen wir nur gucken, wo sie hinfahren. Wahrscheinlich alle in die falsche Richtung, ne? Ah ne, ich glaube, sie fahren richtig.
Gießenhorst Süd passt. So, dann werden wir da Holzbretter anliefern. Und wo ist ein Abnehmer? Pellingen, Gladbeck, Winnen, Wofzen. Wo ist Gladbeck? Hier hinten. Oh, das ist ja cool. Dann fahren die von da nach da. Da müssen wir Linie noch ändern. Dafür müssen wir allerdings hier ein Ding, ich sag schon, nochmal so ein Depot, so einen Halt bauen. Der ist noch der richtige ausgewählt. Drehen, 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 andersrum drehen. Ah, da geht's nicht mehr. Aber da geht's noch. Dann machen wir das doch da. Kürzere Strecke zum Fahren, oder? So, das bedeutet, wir müssen jetzt die Linie nochmal haben, die von hier losgeht. Linie 4, Linie verwalten. Von Gießenhorst Süd nach Gießenhorst Haltepunkt. Vom Haltepunkt Halt hinzufügen, den da. Das müsste jetzt eigentlich passend sein, oder? Gießenhorst Süd nach Gießenhorst Ost. Wo ist denn Gießenhorst Ost jetzt? Nee, Haltepunkt passt nicht. Kriege ich den nach oben verschoben? Was ist denn das alles hier? Alle entfernen? Nee, will ich nicht. Was ist das? Wo sie anhalten oder was? Dann muss ich den leider wieder rausnehmen, ne? Hä? Das habe ich noch nicht verstanden, wie das geht. Süd nach dahin. Achso, und dann muss ich da klicken, damit er am Ende hinzukommt. Genau so sieht's aus. Also, wir fahren von Süd zum Haltepunkt und dann nach dahin. Dann jetzt ist es richtig, glaube ich. Und ich glaube, die Fahrzeuge sind ja noch nicht so weit. Die sind ja hier erst irgendwo. Dann wird das auch klappen. Genau so sieht's aus. Aber das Ergebnis gucken wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.